Moin zusammen, Fennec hier. Die Version 1.1.2 ist jetzt draußen in Zelda Tears of the Kingdom und damit sind ganz viele Glitches weggegangen, auch viele für Waffenduplikationen. Welche alle weggegangen sind, habe ich euch im letzten Video gezeigt. Jetzt zeige ich euch einen neuen Glitch, wie ihr in Version 1.1.2 Waffen duplizieren könnt. Fangen wir also an. Wir brauchen da nicht viel für, wir brauchen nur die Fähigkeit Zeitumkehr. Eine Waffe, die wir duplizieren wollen, sei es Schild, Waffe oder Bogen und ein Fels-Octorok. So, was müssen wir jetzt aber machen? Die Technik ist nicht kompliziert, aber schwer umzusetzen, weil man ziemlich genau sein muss oder ein gutes Timing haben muss. Drum am besten immer vorher einmal speichern, weil dann müsst ihr nicht von Fels-Octorok zu Fels-Octorok rennen, weil der Fels-Octorok eure Waffe zu früh eingesaugt hat und ihr den Fels-Octorok dann erst nach dem nächsten Blutmond wieder nutzen könnt. Wir legen dem Fels-Octorok eine Waffe, die wir duplizieren möchten, auf den Boden. Lassen ihn die dann einsaugen und wir müssen dann kurz bevor er die einsaugt, die Zeitumkehr nutzen. Ja, ich habe hier ein bisschen Drift, aber ist egal. Die Zeitumkehr nutzen und das Schwert zurückziehen. Wenn wir das zum richtigen Zeitpunkt machen, saugt er das trotzdem ein oder eine Kopie davon, aber er lässt das Schwert, was wir auf den Boden gefallen lassen haben, auf den Boden. Und das können wir dann schnell einsammeln, während er das Schwert, was er eingesaugt hat, repariert. In diesem Fall wäre das jetzt, glaube ich, nicht reichen. Nee, das war etwas zu früh zurückgezogen. Wir können das aber gleich nochmal versuchen, also wieder auf den Boden legen. Das war zu spät. Jetzt ist die Waffe nämlich nicht mehr da, die ist jetzt schon bei ihm drin. Das heißt, wir gehen einmal zurück, laden den Spielstand neu und versuchen das Ganze nochmal von neuem. Ihr könnt natürlich auch dann, wenn es fehlschlägt, zum nächsten Fels-Octorok gehen. Aber man kann es ja an einem dann fertig machen. Das dauert ja auch nicht so lange. Sagen wir ihm kurz Bescheid, dass wir da sind. Ja, genau. Log das mal ein. Okay, das wird gut sein. Also man muss ganz kurz vor einsaugen, das dann zurückholen. Ja, hat auch nicht geklappt. Dann warten wir nochmal seinen Schuss ab. Legen das wieder auf den Boden. Jetzt, das könnte vielleicht wieder zu knapp sein. Okay. Genau, das, was ich für mich gut rausgefunden habe, ist, wenn das zu früh ist, dann einfach kurz die Zeitumkehr loslassen, also wieder L drücken, dann kurz wieder ansaugen lassen und dann wieder L. Das sollte jetzt lang, genau. Jetzt können wir das hier einsammeln. Er manscht auf den anderen zwei Händen rum. Und schon haben wir die Waffe dupliziert. Und was auch dabei ist, wir haben dann auf beiden die gleiche Augmentation, die der Fels-Octorok mitgibt. Also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig, das genau abzupassen. Aber mit ein bisschen Übung kriegt man das schon hin. Am besten, wie gesagt, wenn man es zu früh macht, dann wieder L drücken, kurz warten und dann wieder L. Und dann meistens hat man das dann ganz gut abgepasst, dass der Fels-Octorok die Waffe einsaugt, aber die noch auf dem Boden liegt. Hab dabei aber im Hinterkopf, dass legendäre Waffen, die spuckt der Fels-Octorok ja direkt wieder aus. Die müsst ihr erst an eine normale Waffe ranbappen und dann könnt ihr den ihnen zum Füttern geben. Das hatte ich eben noch vergessen zu sagen, aber jetzt hier aus dem Schnitt, hallo, wisst ihr das auch. Also legendäre Waffen erst an eine normale Waffe ranbappen, dann den Fels-Octorok geben und dann die Methode anwenden. Gudi, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Habt noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Fels-Octorok-Waffen duplizieren. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Leute. Tschüss.